Wir haben, glaube ich, ein sehr gutes Trainingslager gehabt, mit guten Bedingungen, tollem Wetter. Ja, vielleicht manchmal ein bisschen zu heiß, da hätte es ein paar Regentropfen mehr Bedarf. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir sehr viel und sehr hart und gut gearbeitet haben. Wir sind schon sehr weit, ja, weil wir natürlich aus dem letzten Jahr schon viele Dinge verinnerlicht haben. Die Jungs haben das nur noch verfeinert und jetzt kommt noch der Feinschliff. Ja, letztendlich sind wir jetzt müde und deswegen muss man da auch ein paar Abstriche machen. Aber das war auch der Plan, dass man unter Müdigkeit einfach auch noch mal an die Leistungsgrenze gehen muss. Und ich finde, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Seite natürlich nicht. Von daher gucken wir lieber auf diesen Freistoß und auf die Torchance für Jonas David und den Ausgleich für den HSV. Jonas David stochert die Kugel da am Keeper vorbei und dann ist es Robert Glatzel. Also, Laszlo Benes mit Ogi Heil. Gut durchgesetzt da. Flanke auch brauchbar. Und dann das Tor für den HSV, jawohl. Vuškovic verlängert und dann ist es der Neuzugang. Ransford Yeboa Königsdörfer in der 88. Spielminute. Hochverdient der 2:2 Ausgleich. Also ich finde die Art und Weise, wie wir mit welchem Aufwand wir Torchancen kreieren und wie wir Tore schießen müssen, ist unfassbar. Also gerade das erste Tor war sensationell herausgespielt, auch das dritte. Dann belohnen wir uns nicht mit so einem Pfostenschuss, gerade in der zweiten Halbzeit, bei dem wir von hinten bis nach vorne einfach durchspielen. Ja, aber so hohen Aufwand betreiben müssen und dagegen natürlich dem Gegner Tore schenken. Und das ist das, was es so ein bisschen schwierig macht, aber auch verständlich zum anderen, weil die Jungs echt, die sind durch. Ja, und da gestehe ich auch jedem mal ein schlechteres Spiel zu. Das ist einfach so, das passiert. Aber grundsätzlich bin ich mit allen wirklich mehr als zufrieden. Also ich glaube, dass das immer im Mittelpunkt bei uns steht, sowohl mit dem Team als auch mit dem Drumherum, auch mit euch. Es ist immer ein ganz angenehmes Miteinander, da nimmt sich keiner zu wichtig und das ist mir auch sehr wichtig, dass das nie aufkommt, dass da einer meint, der ist besser als das ganze Team. Und ich glaube, das haben die Jungs verinnerlicht und mir macht das sehr viel Spaß, ich hoffe den anderen auch. Es ist auf jeden Fall ein Vertrauen entstanden, das wir jetzt dieses Jahr auch zeigen wollen. Ja, die haben sich einfach nahtlos in das Gefüge eingegliedert und deswegen, ja, ist es schön zu sehen, dass wir auch in den eigenen Reihen Jungs haben, die den Schritt und die Stufe schaffen können. Und mit Oma haben wir natürlich einen ganz Jungen, der sehr zurückhaltend ist und trotzdem aber davon überzeugt ist, was er tut, und das gefällt mir sehr gut. Trotzdem müssen wir da den Ball ganz flach halten. Ich glaube, das kommt mit dem, dass wir jetzt die Müdigkeit abschütteln, ja, und dann genau da drin sind, wo wir hinwollen, in der Genauigkeit, dass man da noch zulegen können, dass wir da etwas genauer werden können, in der Präzision. Und da können wir dran arbeiten. Aber ich glaube, ansonsten gegen den Ball machen es die Jungs gut. Grundsätzlich auch mit dem Zweikampfverhalten bin ich sehr zufrieden. Da können wir natürlich immer noch zulegen. Individuell, da sind wir ja aber auch dran. Das kommt nicht von heute auf morgen, sondern das bedarf einfach Zeit. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man auf einem guten Weg ist. Man kann gar nicht so viel Lob aussprechen, wie sie eigentlich verdient haben. Die Jungs machen eine ganz tolle Arbeit, sowohl die Ärzte als auch mein Physioteam, als auch meine Athletiktrainer. Das ist einfach top. Ja, meine Co-Trainer sowieso,
Also von daher, das ist so ein Konstrukt, da ist Vertrauen da und das hat sich aufgebaut und das ist genauso bei den Jungs. Ja, die haben eine Basis an der Fitness, die sie über ein komplettes Jahr mit der Art und Weise, wie man agiert, dazu gewonnen haben und das wird immer mehr und es wird immer intensiver. Wir haben natürlich Jungs dazu gewonnen, gerade mit Philipp Bilbia, der läuft wie ein Salzmann, also darum die Füße ist unsere Grundlage des Spiels, sowohl mit als auch gegen den Ball. Und deswegen großes Kompliment. Aber ich glaube, das wissen die Jungs, dass ich sie da sehr, sehr hoch schätze. Und darum bin ich sehr glücklich, dass ich sie habe. Und wir haben echt ein gutes Fundament, gerade was die Füße anbelangt.